So, wie war das jetzt nochmal? Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Anna hier auf dem Einfach Nähen YouTube-Kanal, dem Format, in dem ich mal etwas länger und intensiver zu einem ganz speziellen Thema Stellung nehme. Und diesmal geht es um das Thema Upcycling. Upcycling bedeutet aus alt mach neu. Und weil ich letztens einen etwas eher traurigeren Kommentar gelesen habe, habe ich mir gedacht, dass ich mich diesem Thema mal ein bisschen intensiver widme. Und zwar hieß es dort, Upcycling ist für mich aus etwas Altem, Hässlichen, etwas Neues, Hässliches zu machen. Das fand ich auf der einen Seite sehr ehrlich und sehr charmant, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen traurig, denn ich finde, Upcycling ist eine wunderbare Möglichkeit, sich wirklich kreativ auszutoben, nicht einfach stumpf nach Schema F zu gehen, sondern mal zu schauen, was man für Materialien da hat, um daraus etwas Neues zu machen. Das Thema Upcycling zieht sich natürlich durch sämtliche DIY-Bereiche, aber auch im Nähen, und wir sind ja hier auf einem Nähkanal, gibt es schon so viele unterschiedliche Themen, die man hier behandeln kann, dass ich mir überlegt habe, in diesem Jahr den Hashtag Upcycling April einmal auszurufen. Das heißt, ich kümmere mich den kompletten April nur um Themen, wo man aus etwas Altem etwas Neues macht. Natürlich auch wieder verbunden mit Tipps und Tricks, wie gewohnt, dass man hier auch vielleicht das ein oder andere lernen kann. Aber ich hoffe, mit diesen Videos dich ein bisschen zu inspirieren und zu animieren, aus alten Dingen wirklich was Neues zu machen und damit auch Ressourcen zu schonen. Denn dieses Thema Nachhaltigkeit, das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Im Privaten versuche ich gerade auch sehr viel umzustellen, zum Beispiel möglichst auf Kunststoffe zu verzichten oder auch, was wir als Familie für uns herausgefunden haben, auf Palmöl zu verzichten. Und wenn man sich da mal so ein bisschen die Zusammensetzung der einzelnen Lebensmittel anschaut, wo überall Palmöl drin ist, finde ich das schon ziemlich erschreckend. Letztens habe ich es beispielsweise in gekörnter Brühe wiedergefunden, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Aber das führt jetzt auch ein bisschen zu weit, denn ich möchte mich ja hier um das Thema Upcycling kümmern. Ich unterscheide Upcycling beim Nähen in zwei Kategorien. Einmal aus alten Stoffen oder Nähutensilien etwas Neues zu zaubern oder auf der anderen Seite etwas Altes mit neuen Stoffen oder Nähmaterialien aufzuhübschen. Zur ersten Kategorie, also aus alten Materialien etwas Neues zaubern, werde ich jetzt hier mal ein paar Beispiele bringen, die ich in der Vergangenheit schon gemacht habe. Ich würde mich aber auch wahnsinnig darüber freuen, wenn du deine Projekte mal unten mit in die Kommentare reinschreibst, denn dann kann ich mir zum einen Inspiration von euch holen oder auch ihr untereinander einfach mal euch austauschen, was es denn noch für Möglichkeiten gibt. Vielleicht hast du ja auch gerade irgendetwas an Material zu Hause liegen und noch überhaupt gar keine Ahnung, was man daraus vielleicht zaubern kann und findest genau hier die richtige Lösung für dein Problem. Als allererstes bietet sich natürlich immer an, aus alten großen Sachen, also Sachen von erwachsenen Kinderkleidung zu machen. Dazu wird es jetzt diese Woche Freitag auch direkt das allererste Video geben, deswegen möchte ich dazu noch nicht allzu viel verraten, aber das ist immer die allerbeste Möglichkeit, wirklich aus einem großen Shirt etwas Kleineres zu machen, denn gerade bei den Kleinen, die Sachen sind vorgewaschen, das heißt, da läuft auch nichts mehr ein, die sind vorbehandelt und können dann entsprechend auch immer wieder gut in die Waschmaschine geschmissen werden. Außerdem finden die Kleinen es manchmal ziemlich cool, das T-Shirt vielleicht von Papa oder von Mama nochmal aufzutragen, je nachdem natürlich, wie alt die Kinder sind. Ja, das ändert sich ja dann auch, wenn die Kinder irgendwann dann zweistellig werden. Da wird es dann etwas schwieriger mit dem Upcycling von den Sachen der Eltern. Aber generell ist es doch immer eine schöne Idee, bevor man eigens ausrangierte Sachen wegschmeißt, tatsächlich da irgendetwas für die neuen, für die Kinder dann draus zu machen. Hier eignen sich zum Beispiel auch wunderbar die Ärmel, um daraus eine Pumphose zu machen, denn hier kann man ja zum Beispiel unten die Bündchen wahnsinnig gut als Abschluss unten nutzen oder aber auch das Halsbündchen abtrennen, um da etwas Neues draus zu machen. Generell die Sachen auch auseinandernehmen, also Reißverschlüsse raustrennen, schöne Knöpfe aufbewahren, denn die braucht man dann im Zweifelsfalle sich nicht neu zu kaufen, sondern hat sie zu Hause im Materialbereich und kann sie vielleicht für das ein oder andere weitere Projekt dann nochmal einsetzen. Außerdem lassen sich alte Stoffe auch wunderbar zum Applizieren nutzen. Das heißt, entweder schon bestehende Kleidung mit einer Applikation nochmal verschönern oder aber direkt, wenn du ein neues Teil nähst, da vorher eine schöne Applikation aufzubringen. Der zweite Weg ist immer etwas einfacher, als schon auf ein bestehendes Teil was aufzunähen, weil man da einfach viel mehr Platz hat. Aber hier kann man auch schöne Embleme von einem Hoodie zum Beispiel irgendwo mit aufbringen oder auch, ich weiß nicht, wenn du einen Pullover mit einem Papagei
drauf hast, nur den Papagei ausschneiden und wieder irgendwo anders neu drauf nähen, verschiedenfarbige Stoffe zusammensetzen und dann ein neues Motiv draus zu machen. Also du siehst, auch hier lassen sich alte Stoffe, die eigentlich weggeschmissen werden würden, schön zu neuen Dingen dann auch verarbeiten. Wenn du alte Bettwäsche noch ausrangiert hast, dann kannst du zum Beispiel sowohl die Bettwäsche an sich, die ja meistens aus einer Webware ist, als auch alte Spannbettlaken wunderbar dafür benutzen, um Probeteile zu nähen. Denn ich sage ja immer, Schnittmuster, gerade neue Schnittmuster, die sollte man immer zweimal nähen. Das erste Mal, um überhaupt die Passform zu kontrollieren und zu verstehen, was denn der Autor des Schnittmusters mir mit seiner Anleitung sagen wollte. Und das zweite Mal in schön. Und wenn man tatsächlich Bettwäsche hat, kann man da wunderbar die ersten Probeteile draus nähen, ohne dass man den schönen Stoff schon angeschnitten hat. Und das Ganze dann auf die Passform nochmal kontrollieren, um dann tatsächlich den schönen Stoff dann zuzuschneiden und zu verarbeiten, sodass das fertige Kleidungsstück dann besser passt. Pullover mit einem Bündchen unten, entweder dran gestrickt oder auch dran gesetzt, kann man hervorragend benutzen, um daraus noch Handschuhe oder auch Mützen zu machen. Denn hier hat man den großen Vorteil, dass das Bündchen eben schon dran ist und man muss dann zum Beispiel bei den Handschuhen einfach nur noch die Hand drauflegen, einmal rundherum abzeichnen, ausschneiden und zusammennähen und man hat direkt perfekt sitzende Fäustlinge mit einem entsprechenden Bündchen unten dran und braucht das nicht nochmal separat dran setzen. Das gleiche gilt natürlich auch für Mützen, denn auch da hat man dann passenderweise schon das Bündchen unten dran, sodass die Mütze insgesamt ein bisschen enger anliegt und man hat den Pullover wunderbar zu tollen neuen Dingen verarbeitet. Unter dem Begriff Upcycling fallen vielen von euch sicherlich auch ein, dass man Patchwork-Arbeiten damit macht. Also ganz klassisch aus Jeans irgendwie etwas Neues herstellen. Auch ich habe aus alten Jeans schon ein paar Dinge gemacht. Ich blende die jetzt hier auch einmal ein. Das ist zum einen ein sehr großer Sitzsack, den ich hier verarbeitet habe. Und das Ganze ist auch in meinem allerersten Buch mit drin, wo ich dann erkläre, wie man tatsächlich die einzelnen Quadrate zu so einem großen Sitzsack zusammenbringt. Oder aber auch so eine schöne Handtasche. Das hier ist jetzt die Shobi Bag von Ellepuls. Auch hier habe ich für das vordere und Rückteil ganz viele Dinge verarbeitet und man kann auch zum Beispiel daran denken, eine Gesäßtasche noch mit irgendwo aufzunähen, sodass man dann direkt eine Innentasche innen drin hat, wo man das Handy oder auch das Portemonnaie mit reinbringen kann, sodass man hier tatsächlich aus alten Jeans noch ganz viele neue Dinge zusammengesetzt hat. Man muss natürlich nicht unbedingt Jeans dafür zerschneiden, man kann auch andere festere Materialien zu schönen Dingen zusammensetzen und hier wirklich sich patchworkmäßig auseinandersetzen. Ihr wisst, dass ich jetzt nicht klassisch für Patchwork-Sachen stehe, aber ich bin immer ganz begeistert, wenn ich Fotos im Internet sehe, wie aus ganz, ganz kleinen geometrischen Formen irgendwie ein Paradiesvogel entsteht oder ähnliche Dinge. Wenn du da kreativ auf dem Bereich unterwegs bist, schreib doch auch vielleicht mal unten rein, ob du bei deinem Patchwork und Quilten auch tatsächlich mal auf Upcycling-Techniken zurückgegriffen hast, also nicht Techniken, sondern auf alte Sachen zurückgegriffen hast, um dann da wirklich neue Dinge draus zu zaubern. Und die letzte Idee zum Thema aus alten Stoffen etwas Neues zu zaubern, das schließt so ein bisschen den Kreis an den Anfang, wo ich ja zum Thema Nachhaltigkeit kurz was gesagt habe. Und zwar geht es um das Thema Zero Waste, das heißt möglichst Müll zu vermeiden. Und auch hier kann man wirklich aus bestehenden alten Sachen neue Sachen nähen, die man dann verwendet, um entsprechend Müll einzusparen. Zum Beispiel kann man alte Gardinen oder auch Fliegennetze dazu verwenden, kleine Säckchen zu nähen und die dann mit zum Einkaufen zu nehmen, um dann dort Obst und Gemüse reinzunehmen, statt hier immer auf diese kleinen Plastiktüten zurückzugreifen, die man dann am Ende ja tatsächlich einfach nur in den Müll schmeißt. Auch ich habe hier schon einige Beutel, die ich verwende, was immer ganz lustig ist, wenn ich damit einkaufen gehe, denn spätestens an der Kasse wird dann immer ja erst ein bisschen verwundert und ein bisschen kritisch geguckt und dann aber doch gelächelt, weil in meinem Falle sind sie auch noch pink. Und wenn ich hiermit auch dann andere damit noch animiere, tatsächlich auf solche Plastikbeutel zu verzichten, ich finde, das ist doch eine gute Tat und auch der Umweltschutz findet halt auch im Kleinen statt. Man muss nicht immer ganz groß global denken, sondern man kann auch wirklich bei sich selber ein bisschen anfangen.
Deswegen ist noch ein weiteres Zero-Waste-Produkt oder Projekt, was man wunderbar auch machen kann im Bereich Upcycling, Wattepads oder Abschminkpads in dem Falle. Man nimmt sich ein altes Handtuch, schneidet ein paar Kreise aus, näht die dann zusammen, entweder links auf links und mit dem Zickzackstich drumherum. Mir persönlich fransen die ein bisschen zu sehr aus, deswegen nähe ich die rechts auf rechts zusammen mit einer kleinen Wendeöffnung, drehe die dann und versäuber dann rundherum nochmal einmal alles. Und somit hat man wunderbare Möglichkeiten für Abschminkpads, um dann auf die Wattepads nämlich zu verzichten. Auch die sind ja meistens in irgendeiner Plastikverpackung und dann auch noch eben die Watte, die auch noch hergestellt werden muss. Und somit mit diesen selbstgenähten Abschminkpads kann man auch wieder helfen und dazu beitragen, Müll einzusparen. Ich finde, das sind schon wirklich einige Themen und Ideen, was man aus alten Dingen tatsächlich machen kann. Aber ich habe ja gesagt, es gibt ja auch noch den zweiten Komplex, dass man alte Dinge mit neuen Stoffen oder von mir aus auch mit alten Stoffen nochmal zu einem zweiten Leben verhilft. Ganz klassisch fällt mir hier ein, zum Beispiel einen alten Stuhl mal abzuschleifen, neu zu lackieren und mit schönen Stoffen wieder neu zu beziehen. Denn auch hier kann man sich auf diese Art und Weise ein schönes neues Schmuckstück für die Wohnung oder für den Garten zaubern und hier wirklich einem alten Teil zu neuem Leben verhelfen und sich gleichzeitig dann auch noch mit seinen Stoffen ein bisschen kreativ austoben. Wenn wir schon beim Thema Stühle oder Hocker auch sind, denn auch Hocker kann man wunderbar damit beziehen, dann lassen sich natürlich auch Kissen wieder schön aufhübschen, indem man ihnen eine neue Hülle zaubert. Vielleicht hast du ja sogar irgendwo noch einen Stoff übrig, den du für irgendwas anderes verwenden wolltest, dann brauchst du nicht mal neue Stoffe dafür besorgen, vielleicht noch irgendwo ein alter Reißverschluss, der mit eingenäht werden kann. Und man muss auf diese Art und Weise ja nicht unbedingt immer direkt ein komplettes neues Kissen sich besorgen, also ein neues Inlay, sondern man kann die alten Kissen ja einfach neu beziehen. Ich hoffe, du hast jetzt ganz viele Inspirationen und Ideen sammeln können, sodass du in Zukunft ein bisschen mit anderen Augen durch deinen Stoff- oder auch Kleiderschrank gehst und hoffentlich dann nicht zu der Kategorie gehörst, die aus alten hässlichen Dingen neue hässliche Sachen produzieren, sondern dass da wirklich schöne Sachen draus werden. Wenn du Ideen hast, schreib sie unten in die Kommentare oder schau auch mal rein, was die anderen so geschrieben haben, denn wie gesagt, das soll ja auch sein, dass wir uns untereinander ein bisschen gemeinsam austauschen können. Du darfst auch gerne neue Themenvorschläge unten mit reinschreiben, zu denen ich dann entsprechend mal freischnauze Stellung nehmen soll. Und ansonsten, wenn du in diesem April ein Upcycling-Projekt beendet hast und es irgendwo auf Instagram oder Facebook postest, dann versieh das Ganze mit dem Hashtag UpcyclingApril. Dann kann ich mir das auch anschauen, ihr könnt euch das auch anschauen und wir sammeln insgesamt noch ganz viele weitere Inspirationen und helfen vielleicht auf diese Art und Weise ein klitzekleines bisschen dabei, Ressourcen zu schonen und der Umwelt auch was Gutes zu tun. Bis zum nächsten Video wünsche ich dir eine schöne Zeit. Ciao!